Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado, dem Tiger Farm und dem Leon. Hallo. Hallo. So, hier ist noch ein weiterer Lohnunternehmer. Endlich mal. Ja, shiny, shiny. Fein. So, das heißt, jetzt endlich haben wir gleichzeitig einen Lohnunternehmer, Mikado. Ja, so gut. Das heißt, ich kann meinen Vorsprung weiter ausbauen. Na schön. Okay, das Lohnunternehmen bleibt bei sich und Mikado und ich sind heute mal zusammen in der Aufnahme, damit wir ein bisschen Unterhaltung haben. Der versteckt sich schon. Also, bis später. Bis später. Bitte. Sodele, hallo Mikado. Willst du gleich einen Lohnunternehmer beauftragen oder soll erst ich? Das ist ja mein Geschirr. Kannst du von mir aus das machen? Hier, sag mal, ist das normal, dass hier dieser Wagen an ist? Welcher Wagen? Dieser Zubehörwagen. Wie heißt der noch? Achso, ich bin schon an meinem Hof, keine Ahnung. Das hatten die Lohnunternehmer auch schon. Der Leon hatte dieser das auch Service-Wagen. Schon. Dieser Servicewagen. Keine Ahnung. Der ist immer noch an. Blinded. Okay. Dann, wie gesagt, was du willst, wenn du willst, kannst du erst zum LED gehen. Von mir aus kannst schon du. Was im Kopf hast, was also, ich hätte jetzt so. Gerade im Sinn hätte ich jetzt noch nichts. Okay, nee, dann gehe ich. Gut. Ja, mach das. Komm. Klopf, klopf. Ja. Ja. So, also ich hätte da ein bzw. zwei Aufträge. Mehr ein Auftrag. Ne, zwei. Ja. Aber es ist natürlich nur ein Lohnunternehmer dafür zuständig, weil ich kann ja nicht zwei beschäftigen. Ja. So, daher hätte ich gerne ein Lohnunternehmen. Würde ich erstmal buchen, dass alle meine Fahrzeuge und Geräte gewartet werden. Das kann ich gerne machen. Ja, das wäre geschickt, weil du kennst dich, glaube ich, mit dem Wagen schon aus. Ja. Genau, erstmal das und anschließend, wenn noch Zeit ist, einmal schwaden alle Grasflächen bei mir. Alles klar. Danke, bis dann, ciao. Bis dann. Ciao. So, mal hier Action machen auf den Feldern. Bist du noch da? So. Ja, ich bin noch da. Ich hab grad nur irgendwie einen Bug mit meinem Anhänger gehabt. Oh, ich kann doch noch nicht. Das ist ja doof. Das ist schlecht. Bugs sind immer schlecht. Ja, das ist bei meinem Ladewagen immer. Wenn ich in diesem Spiel reinkomme, wenn ich diesen Ladewagen anhänge, dann lässt sich das Pickup nicht runterfahren. Das ist komisch. Es bleibt dann einfach oben. Ich drück V und es bleibt einfach oben. Okay. Das ist dann einfach. Also, das ist bei Tiger Farm, das ist auch schon mal so gewesen. Okay. Oder für mich gearbeitet hat. So, jetzt hoffe ich nur, dass die Lohn und dem mal hier buddig herkommt und die Aufgabe erledigt. So. Zack. Das können wir eigentlich stehen lassen. Geld haben wir keins, gell? Das weiß ich nicht. Ja, ich hab keinen. Ich bin ja nicht bei dir in der Farm. Also ich hab doch eigentlich. Zwar nicht sehr besonders viel, aber Geld ist Geld. So, ich glaube, ich muss das Lohnunternehmen gleich mal einweisen, wo die arbeiten müssen. Oh, ich hab sogar. Ja. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit den Lohnunternehmen? Gehen wir jetzt einfach dahin, sagen dann, was wir haben wollen und die sagen uns dann, was sie bieten wollen? Oder was die eher haben wollen? Oder? Also vom Prinzip her läuft es gleich. Wir gehen zum Lohnunternehmen, beauftragen die. Mhm. Und dann erledigen die ihre Arbeit für uns. Und anschließend teilen sie uns mit, was sie dafür an Geld kriegen. Ah, okay. Ich denke, es ist klar, dass wir nicht. Hä? Ah, doch. Dass wir nicht. Dass wir nicht. Also wenn du jetzt keinen Lohnunternehmer brauchst, dass ich da nicht beide engagieren darf, ich denke, das ist klar. Klopf, klopf. Ja, also. Bitte. Wollen Sie alle Geräte repariert haben? Alle, gewartet, ja. Okay.
Hinten beim Feld 1 bitte den Drescher nicht vergessen. Ja. Ich gebe Ihnen mal gerade noch Lohnunternehmer. Das wäre gut, ja. Bis später. Bis später. Bitte. Haben schon nette Lohnunternehmer. Muss man ja schon sagen. Ja. Ist gut ausgesucht bisher. So, es gibt ja auch so Leute, die kommen dann einfach hier hin und dann tun die einfach unsere ganzen Fahrzeuge ins Wasser schmeißen. Echt? Hattest du schon? Sowas hatte ich mal in LS15. Ah, das ist ja blöd. Da ist dann einer zu mir reingekommen, da hat sich ganz viele Fahrzeuge schon und hat eine Million gespart. Zwar kann man die alle zurücksetzen, aber trotzdem war es im ersten Moment so, dass er dann einen Traktor nach dem anderen ins Wasser gefahren hat. Und ich habe mich gewundert, wohin die alle verschwinden, bis ich dann mal auf der Karte gesehen habe, dass der einen nach dem anderen ins Wasser fährt. Das ist doof, ja. Das war... Mir ist gerade was aufgefallen. Ah, hier. Guck mal, was da steht. Habe ich doch glatt mein Wasserfass vergessen. Ah, die Betriebskosten werden direkt bei mir abgezogen. Das ist ja interessant. So. Wahrscheinlich nur noch eine Pauschale, was das Reparieren kostet. So, ich habe noch gesehen, aus Versehen auf die Pause gekommen. Der Preis für Weizen ist natürlich jetzt deutlich über 900. Da ja, aber ich schau mal, was ich anziehen soll. Da hätten wir wohl warten müssen mit dem Verkaufen. Jetzt ist ein bisschen doof gelaufen. So kommt's. Ja, dich freut es natürlich, das ist mir schon bewusst. Ich muss eigentlich gleich, müsste ich eigentlich auch mal einen Lohnunternehmer anstellen. Ich hätte schon eine Aufgabe für die. Na dann. Oder für einen zumindest. Ich muss ja mal. Ich wette, wenn ich jetzt Weizen anpflanzen würde. Und das dann fertig ist mit dem Wachsen. Ich wette, dann ist er wieder gesunken. Könnte nämlich sehr gut sein. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Ich hab nämlich Weizen Seed probiert. Das ist schon interessant, dieser Servicewagen hier. Ah, okay, da haben wir hier den Computer. Du hast mich ganz neugierig. Ah, warte, stopp! Guckt mal hier, wirklich, ohne Witz, wenn ihr da guckt, Varuna LP, Joskin Aquatrans 7300S, 0,2 Betriebsstunden, 4 Tage alt, Zustand 100%. Das ist ja richtig geil, das ist hier, das wird hier richtig angezeigt auf dem Laptop hinten dran. Super, voll cool. Oh Mann. Ne, ohne Witz, also musst du dir mal angucken. Ja. Richtig cooler Mod. So, aber dann können wir das Wasser ja mal dazu den Schäfchen bringen, aber ich glaube, die brauchen sowieso nichts. Also, dass der Mod so detailliert ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt stehen wir im Wasserdruck. War es das schon? Ja. So, eigentlich müsste das Reparieren relativ günstig sein, weil wir müssen eigentlich nur die Anfahrtspauschale zahlen. Oh, jetzt haben wir vielleicht einen kleinen Bock geschossen. Welche Ballenfarbe hatte ich? Kurz schwarz. Okay.
Ich hatte grün. Warte mal, kann ich eigentlich hinten an meinen Anhänger? Ah, was hat er sich denn hier gekauft? Oder gemietet wahrscheinlich eher. Ja, wer weiß das schon so genau? Ja, ich. Ich sehe es ja hier direkt vor mir. So, ist jetzt schon alles repariert. Ne, der Pflug fehlt noch. Oh, das geht? Krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, was geht denn? Was hast du denn ausprobiert? Ey, ob ich meinen ganz normalen Anhänger, ob ich meinen Ladewagen an den Anhänger dran kuppeln kann. Und es geht. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber es geht. Ups. Oh. 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 Gott, ey. Okay, gut. Dann hole ich mal schnell noch die Bestellung ab. Bin ich mal gespannt, wie viel ich da bezahlen muss. Oh Gott, ich komme hier mit beiden Wagen, komme ich hier fast gar nicht hoch, ey. Wo mein Traktor eigentlich der Start ist? Ich glaube, es liegt aber einfach an dem steilen Berg hier. Ja, kann durchaus sein. Mein Schmuckstück schafft nämlich eigentlich alles. Außer vielleicht aus Bäumen rauskommen. Ach Gott, wie habe ich denn das jetzt hier Übrigens, was ich, was wir vergessen haben, so ein bisschen dran zu denken. Das LU hat ziemlich viel Silage. Also 200.000, glaube ich. Oh, da hat jemand was gekauft. Ja, als du nicht da warst, haben ja Tiger Farm und ich Silage gemacht. Da habt ihr ja gearbeitet. Für das LU. Ja, stimmt, da war ja was. Ey, sag mal, wie viele Bäume stehen hier rum? Ich meine, das ist zwar ein Wald, aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich stehst du im Wald. Ich wollte ja einfach nur drehen, aber hier steht ja... Jede 2 Meter stehen hier Bäume. Verdammt. Ich muss den LKW nicht überholen. Was ruckeln denn hier so? Keine Ahnung, bei mir ruckelt's auch. Jetzt läuft's wieder. Ich fahr aber gerade eigentlich bis ganz. Klopf, klopf. Ja, bitte. Aber wir machen dann 200. 200 nur? Ja, für den Servicewagen. Okay. Dann würde ich gerne gleich noch ein, wie gesagt, das andere beantragen. Ja. Gut. Rechnung wird bezahlt. Gut. Plus eine kleine Spende. Danke. Bitte. Ciao. Ciao. Ach ja. So, eigentlich könnte ich die jetzt gerade schon mal die Arbeit stellen. Ja. Ah, shit, ist. Ich kann doch nicht mähen. Ach, Kacke. Ich dachte, ich könnte halt nochmal mähen, aber hab schon 2-mal gemäht, also. Man kann nicht alles haben. Naja, manchmal schon. So. Irgendwie haben wir zu viel Gewicht auf der Hinterachse, glaube ich. Dann gehe ich mal kurz runter zu denen und sag dir mal Bescheid. Ich muss auch. Und komm wieder.
So, wir haben die Ballenpresse schon wieder dran. Das heißt, ich nutze mal gerade die Zeit, bis Mikado wieder da ist. Das Lohnunternehmen wird jetzt in der nächsten Folge schwaden und wir werden einfach hinterher direkt pressen, pressen, pressen. Alles, was geht. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Geld noch kriegen. Damit wir... ja. Genau, da bin ich wieder. Das einfach machen können. Gut, dann würde ich aber sagen... wir sind am Ende der Folge. Ja, wir müssen heute ein bisschen kürzer machen und morgen auch. Oder? Ja, außer du hast jetzt noch irgendwas, was du gerade angefangen hast. Naja, angefangen nicht, aber ich habe gerade den Lohnunternehmer. Ja, ist er. Von der Zeit her. Ja, aber egal. Okay, wir hätten noch ein bisschen was im Silo, was wir verkaufen können. Bist du das hier vor mir? Nee. Nee, das ist Leon. Ach, du bist ganz oben bei dir, bei der Farm. Ja, ja. Das Lustige ist, ich muss gerade gleich wahrscheinlich in der nächsten Folge dasselbe bestellen, mieten, was du ja auch gemietet hast. Ja, ja. Irgendwie ein bisschen komisch, dass hier die gleichen Sachen gemacht werden. Ja, schon seltsam. Ja, ja. Okay, gut, aber dann gehen wir kurz hoch, verabschieden uns. Ja. Klopf, klopf. Klopf, klopf. So, wir sind am Ende von der Folge angelangt. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da oder was auch immer. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Also... ich bekomme 500 Euro fürs Schwaden und 100 Euro für die Anfahrt. Also 600. Dann überweise ich mal noch schnell. 600. Ah ja, so. Überweisen. Dankeschön. Gut. Dann vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und es geht am Montag wieder weiter mit der nächsten Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof. Und bis dann. Haut rein, lasst Däumchen da und tschüssi. Tschüss. Ciao.